Cool. Und bitte? Hallo Thomas, schön, dass ich Hallo. da sein darf. Ja, bitte. Silvi. Tom. Ja, es ist total verrückt hier. Vorne habe ich ja schon mal gesehen, dass ihr schon ein Schild aufgestellt habt mit Achtung, Livestream. Ja. Also ich habe sowas noch nie gesehen und als ich das gefunden habe im Internet, dachte ich mir, wow, ich muss da unbedingt hin. Jetzt interessiert es mich natürlich, wie kommt man auf sowas? Als Fahrradladen. Ja, als Ja, Fahrradladen. als Fahrradladen ist es schon ein bisschen untypisch, das stimmt, ja. Aber ich dachte mir, warum nicht? Heutzutage ist es so einfach geworden, sowas zu machen, ja. Also man schließt einfach eine Kamera an, ja, holt sich irgendwie, ja, Software dafür und dann streamt man sein Leben, wenn man so will. Und wir hatten das Ganze schon mal, ein Freund von mir, 2008 gemacht. Da war es ja wirklich neu, da war YouTube auch Ja. noch neu und da war YouTube auch nicht das Medium, über das wir es gemacht haben. Ha, Eigene Website war das, eine eigene Ah, Website. Ja, okay. und es hat auch ganz gut funktioniert und da habe ich mir gedacht, jetzt ist es Zeit, jetzt müssen wir es wieder machen, nochmal. Ja, und so kam es dazu. Einfach machen. Also einfach Bock drauf gehabt Einfach auf so Bock einen drauf. Livestream. Und zum anderen ist es natürlich gut für die Kunden. Die können sehen, was macht der Typ überhaupt an meinem Fahrrad? Repariert er es wirklich? Dreht er nur Däumchen oder so? Bohrt er an der Nase? Das ist ja auch mal wichtig zu wissen. Ja, ich meine, macht ja jeder Mensch, aber dabei gesehen zu werden, das kann nicht jeder. Ja. Kriegst du dann Feedback von deinen Kunden, dass sie sagen, hey, ich gebe hier mein Fahrrad ab und dann gucke ich mir den Livestream an? Nein, noch nicht, natürlich. Das ist alles noch zu frisch und ich mache ja überhaupt keine Werbung dafür. Also ich bin wirklich seit 1,5 Jahren oder so, Ja. mache ich die Sache jetzt, ja. Und ohne Werbung, ohne was dafür ist, natürlich gewachsener Kanal irgendwie, ja. Und finde dafür, ich finde schon gut, wie es läuft, so wie es ist. Es soll ja mehr für die Leute, für die Kunden hier in der Umgebung sein. Ja. Ja. Und wenn die Leute dann runterkommen, dann ist es dir doch bestimmt aufgefallen, dass hier so ein Schild steht. Den wenigsten fällt das auf tatsächlich. Ja, Wirklich? wir haben erst zwei Schilder angemacht, dann haben wir drei Schilder angemacht. Ja, Ja, eins noch mit dem YouTube-Logo und das fällt wirklich auf, aber ja. nicht den Leuten. Die kommen erstmal Fragt rein keiner? und manche Fragen stehen unten, stehen direkt vor der Kamera, weil die Kamera Ja. befindet sich ja gleich vorne am Eingang, Das wollte ich stehen auch. vor der Kamera, ja, und sagen, sag mal, das mit dem Livestream da oben, mit dem Schild, war das jetzt ernst gemeint oder? Ja, dann sage ich, ja, willkommen. Ja, ihr könnt jetzt gerne klatschen, ihr könnt Mutti grüßen oder irgendwas, ihr seid jetzt gerade live, ja. Das ist super, super cool, finde ich. Die Kameras sind also da vorne direkt am Eingang. Die sind genau am Eingang, weil ich ja alleine den Laden hier mache und dadurch muss ich am Eingang auch schrauben. Also es ist kein typischer Fahrradladen. Wir haben keine Werkstatt irgendwo hinten im extra Raum. Wir sind alle vorne, findet alles vorne statt, ja. Und ja, das ist es. Ich arbeite vorne, streame vorne. Das war's. Einfach Livestreams oder machst du auch noch was anderes auf deinem YouTube-Kanal? Naja, ich habe noch eine zweite Kamera, mit der filme ich sozusagen eine zweite Position. Ja, das Aha. schneide ich dann hinterher grob zusammen, also so viel Zeit, wie mir nach 12 Stunden Arbeit noch bleibt. Ja. Und ja, lade es dann hoch zu YouTube auch noch. Und im Winter, wenn ich den Fahrradladen zu habe, da mache ich ja noch mit Antiquitäten und Kunst viel. Ah, Und okay. dann stelle ich auch manchmal vor Sachen, die ich so gekauft habe, Schnäppchen oder nicht Schnäppchen, das wird sich dann hinterher zeigen, aber sowas mache ich auch. Du hattest ja gerade auch gesagt, dass dein YouTube-Kanal schon gewachsen ist und dass du damit Naja. eigentlich relativ zufrieden bist. Wie viele Abonnenten hast du da jetzt so? Ja, 80. 80? 80 Wahnsinnige 80 Abonnenten? Abonnenten. Auch Ja. ohne Werbung? Ohne Werbung, Genau. also Leute, die es wirklich hier gesehen haben vor Ort. Und ich meine, für so ein kleines Kellergeschäft finde ich Ja. das schon gut. In einer Nebenstraße irgendwie ist das schon in Ordnung. Also Und ich mache mir Interaktion. keine Illusionen oder so, mal auf ein paar Millionen zu kommen. Das ist total absurd. Ne? Ja, warum nicht? Also, Also, es kann ja alles noch möglich sein, ne? ja, wirklich. Interagierst du dann auch mit den Zuschauern oder lässt du das einfach Während, laufen? also während der Arbeit meistens nicht. Also man hat ja auch zu tun. Da hast du nicht Zeit, irgendwelche Fragen zu beantworten. Aber tatsächlich bei 80 Leuten, da kommt doch nicht so viel. Das gucken ja nicht 80 Leute permanent zu oder so. Ja? Also deswegen, es ist schon sehr, sehr wenig, ja, was da kommt an, wo man interagieren könnte. Ja, aber ich spreche natürlich schon zur Kamera ganz normal, ja, und rede mit den Leuten. Und manche Leute schreiben dann auch zurück, finden sie Ja? gut oder nicht. Oder ja, sowas kommt natürlich auch. Und gehst du dann drauf ein Ja, ich oder? gehe auch drauf Ja? ein. Ja. Also kann man sich das Noch so kann ich vorstellen? ja, bei so wenig Leuten kann ich das ja. Ja, Alle mal die Kommentare schreiben beim ja, doch. nächsten Livestream. Um Gottes Also Willen. kann ich mir das so vorstellen, dass die Kunden, manche das sich dann vor den PC setzen und dann kommentieren oder sind das fremde Leute, Ja, ich die kann mir das dann. nämlich nicht vorstellen. Ich weiß Ja. auch nicht, wie das aussieht. Das muss ich mir auch, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand 12 Stunden vor dem Ja. Computer sitzt und sich das anguckt. Also sowas kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas stattfindet. Ja, aber irgendwie muss es ja sein. Gibt es Offensichtlich auf ist es alle möglich. Fälle. Ja. Warum denn eigentlich YouTube? Ich meine, es gibt ja noch andere Streaming-Plattformen. Tja, warum YouTube? Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es War so einfach das gewählt, Erste? war für mich einfach.
Also im Prinzip ist das Ganze eine Spaßangelegenheit. Genau, du machst es, weil es dir Bock macht und weil du es cool findest, dass man es machen kann. Genau. Und weil wir schon oft drüber geredet haben, wir müssen sowas mal wieder machen, wir müssen mal eine Kamera aufstellen. Hier finden so viele lustige Dinge statt. Ja, und da soll man die Welt dran teilhaben lassen. Ob es die Welt interessiert? Na, meist nicht. Aber was mich jetzt noch brennend interessieren würde, ist, was, wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sagt, ey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, ich habe das Schild jetzt gerade nicht gesehen. Was machst du dann? Tja, dann kann ich nichts mehr machen. Das ist bei YouTube, ja, damit hat er Pech gehabt. Deswegen drei Schilder oben, ja. Und eigentlich haben wir manchmal sogar noch so ein rotes Absperrband davor, so wie so ein Türsteher rumstellt, der das dann so aufmacht, so am besten. Ja, aber das geht ja nicht. Also wie gesagt, irgendwo ist auch genug. Drei Schilder müssen reichen. Ja, und dann hier unten hast du überall diese GoPro-Aufkleber und die Kameras, man sieht sie ja auch irgendwie schon. Ja. Es ist zwar sehr viel dekoriert, aber... Also kam noch nie vor? Es kam noch nicht vor. Okay, also sind die Kunden alle sehr internetaffin, ja, denken sich, wir sind ja nicht in St. Moritz oder so. Ne? Also eigentlich ist das, ich glaube, da ist schon eher ein Problem oder so, ne? Wenn man es gleich live streamt oder so. Bei Aufzeichnungen kein Problem, wenn dann einer sagt, er will nicht drauf sein, dann wird es rausgeschnitten, ist ja kein Problem. Aber beim Livestream, was willst du machen? Ja, kannst du nur noch löschen, ne? Kannst du nur noch komplett löschen, alle 12 Stunden weghauen. Ja? Ja. Du kannst auch keine 12 Stunden bei YouTube schneiden, tatsächlich. Also von morgens bis abends, du kommst hier rein an deinen Arbeitsplatz, ja, klick an. Klick an und zack. Klick auf. Am Ende, wenn der Tag beendet ist, machst du es aus. Genau. Oder wenn der Computer abstürzt, haben wir auch schon gehabt, deswegen jetzt haben wir gerade einen miserablen Livestream, aber. Und dann wird er geteilt und noch wieder neu angefangen einfach? Oder wie macht ihr das dann? Wenn er abstürzt oder so, oder wenn er jetzt kaputt gegangen ist, dann wird er repariert, dann neuer und dann wird er wieder neu gestartet. Ja, ansonsten klar, wird neu gestartet und dann läuft er weiter. Gab es denn schon mal Kunden, die hergekommen sind, die gesagt haben, hey, genau darüber bin ich aufmerksam geworden? Auf ja, einen. Ja? Einen tatsächlich. Einen gab es. Nein. Ja, wir noch. Nein, das nicht. Nee, gab schon mal einen Kunden, aber der wollte, kann mich ja nicht mehr erinnern, was er gekauft hat, ehrlich gesagt. Der hat aber was gekauft. Ja? Ja, er hat gekauft. Ein zahlender Kunde. Ah, also wenn es nur 6 Euro für einen Schlauch waren, erstmal wundervoll. Marketing erfolgreich. Ja, wunderbar. Dafür habe ich das gemacht, dafür stecke ich jedes Mal richtig Arbeit und Zeit rein. Dafür habe ich mir einen teuren Computer gekauft für 6 Euro. Also, wo gibt es denn einen Computer für 6 Euro? Nein, natürlich nicht. Ja, aber ich habe 6 Euro eingefahren, das ist doch wunderbar. Okay, wo soll das Ganze denn hinführen? Ist das jetzt einfach so nur Spaß? Aber du sagst jetzt gerade auch, es ist ein Kunde wirklich gekommen und wegen diesem Livestream ist er hergekommen, hat was gekauft. Meinst du, du könntest das noch ein bisschen ausbauen? Würdest du dir das vorstellen für die Zukunft? Oder sagst du, nee, ich habe da irgendwie gar keinen Bock drauf, mich da so richtig reinzuhängen, ich mache das einfach als Gag. Ausbauen ist fast nicht mehr möglich für mich zeittechnisch. Ja. Weil 12 Stunden am Tag bin ich hier, von 9 bis 9. Ja. Und jetzt ist die Kamera alle. Ja, sorry, cut. Okay. Ja? Let's cut. Warte, das hängt bis jetzt. Du kannst eigentlich auch gleich so ausleiten. Danke, war alles drin, was wir wollten. Perfekt, das war mega gut. Ich hätte es nicht besser planen können. Top. Voll gut. Hey, man wünscht sich natürlich, dass bestimmte Antworten fallen. Man kann ja nicht das Ding. Und die sind alle gefangen, das ist geschrieben. Mega cool. Sieht auch voll schön aus. Könnt ihr mir irgendwie bewegt euch so ein bisschen. Mach irgendwas. 3:1. Genau. Das würde schon reichen. Okay. Das machen wir nochmal. Okay. Das machen wir nochmal. Ja, genau. Ja, Tick-Tack. Und es wiederholt das dann einfach immer und immer wieder. Mach halt ein Gift drauf, Boomerang. Super. Ja. Okay, du kannst ja eben, wo ihr gerade noch wart, quasi die Zukunft. Ja, aber wir können eigentlich auch schon sliden. Nö, also wir haben nicht so ganz Sonne durchmachen. Segway, baby. Okay. Wait, Brian, can you go behind him? Sag doch mal, Zukunft, was 12 Stunden, was war denn das immer über ihn?
Na, 12 Stunden am Tag, mal ich jetzt einfach da nochmal einsteigen und dann kannst du. Also nochmal einsteigen, weil, okay, dann arbeitest du, dann kannst du kurz, du machst es hier und dann kannst du kurz in die Kamera zusammenfassen. Hier, Leute, wie ihr seht, so. Ja, that's cool. Leute haben wirklich einfach Spaß und haben Spaß Can you sit on the bike? Can I sit on a stand? Maybe just a little bit. I'm just gonna lean on the table, but lean on the table. Habe ich jetzt rausgefunden, dass es einfach so viel Spaß passiert. Klar, dann bedeutet das auch Arbeit, aber es ist vorgegeben. Das ist cool, pull it out. Einfach so, weil es Freude ist. Nein, ich meine. Macht so eine oder nicht? Und dann stehen bleiben. Danke, dass du die Zeit genommen hast. It's too expensive. Yeah. Yeah. Genau, that's the gentle, Fabio. It's a rental. Fabio. Achso, na dann. Hey. Exactly. When she's saying, yeah, thanks for your time, should she then, I don't know, like, leave? Or no. Like, go out of the picture? No, no. That's it. No need, okay. Maybe I just... What can I do? Okay. Maybe we can just like fade in or something. Guys, okay. 20 Jahren von mir hergeschoben und. Now the guy can just do a cut for the next scene. Doesn't need to leave. Yeah. In the edit, he can just do. Yeah. We also have female copies, okay? Huh? No, you don't. No, you don't. We do. You got this we guy. Do. You have just this guy. No. Okay. Die Diskussion. I only okay, met. So, bitte, ja. I only okay. met this guy. Konzentration. So. Okay. Guys. Weiter? Ja. Weiter. Okay. Rolling. Clap. Wait. It's a rental. Clap. Alright, cool. So we're set. Einfach anfangen. Okay. Also nochmal auf 12 Stunden. Ja, genau, es sind 12 Stunden jeden Tag auf alle Fälle, wie ich das hier mache. Und bei 4 Kindern, die ich auch noch nebenbei habe und ein wenig Familie, fällt es mir schwer, das Ganze noch auszubauen. Das ist abgefahren auf alle Fälle. Ja, deswegen. Ja. Also Videos schneiden, okay, das sind nochmal 1-2 Stunden hinten dran. Das sind 14 Stunden. Ja, irgendwie ein bisschen Zeit muss bleiben zum Schlafen und der Rest für Familie. Auf alle Fälle ein mega spannendes Thema. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das ganze Arbeit ist, aber ich würde sagen, so der Hauptgrund, warum du das machst, ist, weil es einfach super viel Spaß macht, auf YouTube Dinge zu teilen und es ist auf alle Fälle auch was, was den Laden sehr besonders macht, finde ich. Das hoffe ich. Ja, ich bedanke mich auf alle Fälle für deine Zeit. Bitte. Dankeschön, Thomas, dass ich da sein durfte. Kein Problem. Und vielleicht komme ich demnächst mal wieder vorbei und winke mal einen Nice Stream. Oh. Erstmal winken wir. Top! Cool! Great! It was amazing! Great. That's good! It was really, really good. Should I get some reactions of just...